Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses neue Sendeformat haben wir extra für Sie gegründet, damit Sie die Hintergründe einer Vielzahl von chronischen Erkrankungen verstehen können. Der Infektionsdetektiv Rolf Jansen Rossek ist Arzt, Umwelt- und Tropenmediziner und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, für Sie und uns diese Sendereien zu machen. Mit über 50 Jahren Erfahrung mit Infektionen dürfen Sie eine anspruchsvolle Sendung erwarten. Deshalb sei hier hingewiesen, dass diese Sendung eine wichtige Seite für Betroffene aufzeigt, sich aber besonders an das medizinische Fachpersonal zur Anregung weiterer Labordiagnostik richtet. Und nun übergeben wir das Wort an Rolf Jansen Rossek. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen in meinem Format. Infektionsdetektiv Rolf Jansen Rossek nimmt Krankheiten unter die Lupe. Heutiges Thema: PMS, prämenstruelles Syndrom oder auch Regelschmerzen, Regelbeschwerden. Mein Name ist Rolf Jansen Rossek, ich bin Arzt und habe ungefähr 50 Jahre Erfahrung quer durch die ganze Medizin. Meine Mutter selber war Allgemeinärztin und hat alles gemacht, von der Operation bis zum Herzen. Das hat mich natürlich geprägt, ist ganz klar. Was mich immer interessiert hat, ist die Tropenmedizin, die spezielle Medizin der Infektiologie unter bestimmten Bedingungen, aber auch die Umweltmedizin, weil die auch nach bestimmten Dingen schaut, nämlich nach dem Umfeld oder der Umwelt, dem Biotop, mit welchen Stoffen ist man belastet. Also hier ist man in einem sehr, sehr weiten Feld der Medizin, wo die angrenzenden Bereiche des Menschen eine große Rolle spielen. Das spielt in die Biologie hinein, bei der Tropenmedizin, das spielt aber auch in die Chemie und die Physik hinein, in der Umweltmedizin. Das, was wir alle mit uns rumtragen als Ärzte, ist ein immenses Wissen. Wir sind eigentlich wandelnde Lexika, ich sage das immer wieder, aber das Wissen allein ist es ja nicht. Manchmal kann man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen oder man hat eben bestimmten Fokus, was ja in der Medizin üblich ist. Man spezialisiert sich und verliert dann sozusagen den allgemeinen Überblick. Und viele sagen ja auch, was habe ich in dieser oder jenen Sparte der Medizin zu tun? Ich bin ja kein Endokrinologe, ich bin kein Infektologe, ich bin kein Immunologe. Ich mache eben halt Augen sozusagen. Aber so einfach sollte man es sich nicht machen. Ich glaube, dass uns Sherlock Holmes ein gutes Beispiel war, der eben halt immer nach den besonderen Indizien gesucht hat und deshalb ja auch diese Detektivarbeit in der Praxis, die wir machen, schon seit vielen Jahrzehnten. Und so habe ich das eigentlich schon als kleines Kind in der Praxis meiner Mutter gelernt und bin sehr früh auf diese Indizien dann gestoßen, die die anderen vielleicht nicht so gesehen haben. Beim PMS, was hat das damit zu tun? Zunächst mal müssen wir die Situation ja klären, das ist ja alles bekannt, kann man alles nachlesen, hört man auch überall. Frauen wissen ja oft sehr gut Bescheid, heute auch gebildet durch das Internet oder durch ihre Ausbildung oder manchmal auch aufgrund der Problematik haben sie sich intensiv dazu belesen. Es findet also im Zyklus der Frau so manche auch hormonelle Änderung statt. Was man aber wissen muss, dass diese hormonelle Veränderung letztendlich zu einer Folge führt, die viel zu wenig betrachtet wird. Das ist nämlich die Downregulation, also die Herabregelung unseres Immunsystems oder des Immunsystems der Frau. Warum ist das notwendig? Das ist physiologisch. Darüber ging übrigens auch die Doktorarbeit meiner Mutter, die sehr gut bewertet worden ist, und zwar über die physiologisch-pathophysiologischen Veränderungen in der Schwangerschaft. Also hier im Zyklus findet eine Abschwächung des Immunsystems statt. Die muss stattfinden, sonst kann keine Frau schwanger werden. Warum? Weil das Fremdeiweiß des Mannes, das Sperma, eben halt sonst komplett vom Immunsystem beseitigt würde und keine Frau könnte schwanger werden. Wir brauchen also eine physiologische Abschwächung in der Mitte des Zyklus, um eben halt die Frau schwanger werden zu lassen. Und das bedeutet aber, wenn im Hintergrund irgendetwas versteckt ist, kann das natürlich aufflammen. Und genau dieses Aufflammphänomen, die Schwächung des Immunsystems bei gleichzeitiger Infektion zum Beispiel, die im Körper versteckt sein kann, die ganze Zeit während des normalen Zyklus, nicht in dieser Phase, der Mitte des Zyklus eben halt, die Stärke des Immunsystems bedingt und damit auch letztendlich die Erreger in Schach halten lässt, so wie die Lehrerin eben halt ihre Schüler im Griff hat, solange sie im Klassenraum ist. Geht sie aus dem Klassenraum raus, wir wissen das alle noch aus eigener Erfahrung, dann springen die Schüler über Tisch und Bänke. Und bei der Frau kann eben durch die Abschwächung, die physiologische Abschwächung im Laufe des Zyklus eben halt der Erreger über Tisch und Bänke springen. Und wir sind eben alle nicht steril, sondern wir tragen aus unserer Erfahrung, teilweise noch aus dem Mutterleib heraus oder schon kurz nach der Geburt oder später eben halt in der Kindheit oder auch in der Jugend oder später im Erwachsenenalter, viele Kontakte und damit auch Erreger mit uns herum,
Denn wir können uns ja verletzt haben, wir können von Zecken gebissen werden, wir können angesteckt werden durch unsere Partner und so weiter, auch in der Gesellschaft, wie es sich ja gerade wieder bei Corona zeigt. Also Viren und Bakterien sind in unserem Körper und die werden von unserem gesunden Immunsystem in Schach gehalten. Nun bekommt dieses Immunsystem mitten im Zyklus der Frau eben einen kleinen Schlag, bewusst eben halt, es wird leicht geschwächt und das nutzen eben die Erreger, die über die Evolution gebildet sind, schamlos aus und dann kann es zu immunologischen Auseinandersetzungen kommen, zur Reaktivierung sozusagen dieses Immungeschehens oder des Infektionsgeschehens und dann wird die Frau symptomatisch, denn es gibt ja Frauen, die haben keine prämenstruellen Beschwerden. Das heißt, in der mittleren Phase des Zyklus kommt es zur Schwächung. Jetzt können sich die Erreger langsam erholen, sie können symptomatisch werden. Und wenn das Immunsystem dann, nachdem die Periode durch ist, wieder gestärkt wird, dann kommt die Lehrerin wieder ins Haus und dann ist wieder Ruhe. Und dann sind die Schüler wieder brav und sitzen auf der Bank und machen kein Theater mehr. So muss man sich das Ganze vorstellen. Und das entscheidend Wichtige ist nur, dieses Zünglein an der Waage, eben halt die Schwächung des Immunsystems durch die Hormone, führt eben dazu, dass ganz bestimmte Erreger, das sind jetzt nicht die klassischen Staphylokokken, Streptokokken, die Eiterreger oder so, sondern es handelt sich hier um intrazelluläre Erreger, Chlamydien, Mykoplasmen, Rickettsien, Borrelien, Ureaplasmen und so weiter, also ganz bestimmte Erreger, die die Eigenschaft haben, in die Zelle zu gehen, dort zu überleben und dort eine konstante chronische Infektion zu etablieren. Die werden eben halt in Abhängigkeit, wir wissen das ja, jeder beschäftigt sich heute mit dem Immunsystem, wenn eine Schwächung erfolgt des Immunsystems, sei es durch den Arzt, durch Cortison oder durch Stress oder eben durch einen Unfall, also ein Trauma zum Beispiel, sei es physisch oder psychisch, kann eben halt das Immunsystem geschwächt werden. Und hier nun physiologischerweise durch die Hormone kommt es zu einer Änderung. Was aber auch wichtig ist, dass diese Erreger oft eben halt auch das Gehirn befallen können, zur systemischen Infektion führen können und dann kommt es sogar durch diese Erreger im Hypothalamus, in der Steuerzentrale zur Modulation eben halt unserer Produktion von Hormonen schon an höchster Stelle. Auch da kann es zur Dysregulation kommen, die unter Umständen vice versa eben halt eine und die andere Seite eingreifen kann, sodass es zu einem komplexen Geschehen kommt, was man immer, wenn starke prämenstruelle Beschwerden bei der Frau auftreten, mit berücksichtigen muss. Das ist also unser Indiz, unser Hinweis. Wir haben das gesehen bei vielen, vielen Hunderten von Frauen, die wir untersucht haben, dass immer wieder bei denen, die prämenstruelle Beschwerden haben, eben solche Infektionen, weil sie in der Routine zu uns kamen, haben gesagt, sie wollen sich mal überprüfen lassen oder sie haben bestimmte Beschwerden, die eigentlich mit dem prämenstruellen Syndrom gar nichts zu tun haben. Sie haben sich untersuchen lassen nach einem Zeckenbiss, nach einem Flohbiss oder Kontakten mit Tieren, wo bestimmte Krankheitssymptome aufgetreten sind, die völlig unabhängig erstmal vom PMS waren. Dann haben wir aber festgestellt, dass bei den Frauen die PMS-Beschwerden am stärksten waren, die eben solche versteckten Erreger hatten, nach einem Zeckenbiss, nach einem Flohbiss oder Tierkontakten. Ganz wichtig. Und so ist uns dieser Zusammenhang aufgefallen in der Praxis immer wieder. Es gab schon einige Hinweise in der Praxis meiner Mutter. Wir hatten damals zumindest die Verdachtssituation. Mittlerweile hat sich das aber bestätigt. Ich kann das also noch nicht komplett beweisen. Aber wir sehen eben halt das in überaus häufigem Zusammenhang. Und das ist die entscheidende Frage. Also, natürlich gibt es viele andere Ursachen für das PMS. Natürlich gibt es viele Strategien, die ja von den Gynäkologen, von den Endokrinologen, auch von den Internisten oder Hausärzten beherrscht werden oder auch von den Heilpraktikern. Und man kann eben halt sicherlich das System unterstützen. Man kann auch die Beschwerden unter Umständen in den Griff bekommen. Was uns wichtig scheint, und in diesem Format ist das entscheidend, was mir eben halt aufgefallen ist, dass überaus häufig eben halt Frauen mit chronischen Borreliosen, mit chronischen Rickettsiosen, mit chronischen Chlamydiosen und anderen Erregern, seien sie im Urogenitaltrakt oder eben halt auch im System, dass die eben halt zu sehr starken Beschwerden neigen. Und das hat mich eben halt veranlasst, noch intensiver bei Frauen mit PMS zu suchen, haben sie solche versteckten Infektionen. Es kann ja sein, dass die gar nicht da sind, aber man sollte dieses Indiz nicht vernachlässigen, man sollte es nicht auslassen, man sollte den Zusammenhang erkennen oder vermuten und dann eben halt über die Laboruntersuchung klarzustellen, ob es sich natürlich um eine Hormonstörung handelt, die auffällig wäre. Es kann ja auch manche
Pillen geben, wo das vermehrt auftritt oder weniger, je nachdem, wie die Hormonzusammenstellung ist. Aber man muss einfach das Immunsystem untersuchen und man muss auch den Patienten fragen, hat er Kontakt zu Tieren, hat er Kontakt zu Zecken, ist er viel gestochen worden, ist er im Wald gewesen, hat er Outdoor-Aktivitäten gehabt, wo möglicherweise auch es zum Zeckenbiss gekommen ist, den man nicht direkt sieht, wo die Zecke nicht gefunden wird. All diese Sachen werden gefragt. Bei allen Frauen mit prämenstruellem Syndrom, insbesondere wo die Beschwerden ausgeprägt sind und eigentlich auch unerträglich, chronisch seit langen Jahren möglicherweise bestehen, muss man eben halt diese Hinweise aufnehmen, muss den Zusammenhang vermuten aufgrund der Anamnese, die man sehr gründlich machen muss. Und dann geht man der Sache nach, untersucht spezifische Antikörper von den genannten Erregern, die eben oft im Zusammenhang mit Tieren stehen oder im Zusammenhang mit Überträgern, mit den Vektoren, wie ich sagte. Und wenn man das eben auf den Punkt bringt, dann findet man das, und das werdet ihr auch als Therapeuten eben oder eben halt als Betroffene, wo ihr den Hausarzt darauf hinweisen könnt oder vielleicht aus unserem Netzwerk auch mal einen Kollegen aufsuchen könnt, der sich ja hat ausbilden lassen bei mir, sodass man sagen kann, diese Kollegen haben sich besonders darauf konzentriert, die wissen das schon und die haben eine größere Aufmerksamkeit. Die suchen also, wie ich, nach diesen Indizien und die machen die Detektivarbeit dann für euch, damit ihr am Ende natürlich auch bei Bekämpfung dieser Infektion oder bei zusätzlicher Stärkung des Immunsystems wieder aus diesem prämenstruellen Syndrom herauskommt. Das ist ja für die Frau eine ganz große Belastung und Tage fallen eben halt aus, wo man eben halt nicht fit ist und wo man eben halt sich den Beruf, den Kindern, der Familie, wie auch immer, der Ausbildung nicht widmen kann. Also denkt daran, es gibt noch ein Indiz, was man finden kann, nämlich sind chronische Infektionen vorhanden, genau dieses intrazellulären Typs, geht der Sache nach, gebt nicht auf, wenn ihr die Beschwerden habt, versucht eben halt über euren Hausarzt oder den anderen Therapeuten das abzuklären, damit ihr auch eine Chance habt, diese Arbeitshypothese nachzuprüfen und möglicherweise eine Chance habt, eben halt über eine spezifische Therapie hier herauszukommen. Also, bleibt neugierig, findet euch mit gar nichts ab, gebt nie auf. Und ihr könnt mir auch Anregungen geben, gerne für neue Themen. Ich nehme sie immer gerne auf und dann sehen wir uns wieder in einer Woche. Vergesst bitte nicht, den Newsletter zu abonnieren und ich verabschiede mich und freue mich eben halt, euch wiederzusehen. Bis bald, wenn es wieder heißt, Rolf Janssen Rosseck, Krankheitsdetektiv, Krankheiten unter der Lupe. Vielen Dank an den Infektionsdetektiv und Arzt Rolf Janssen Rosseck. Wenn Sie erweiterte Informationen zu diesem Thema suchen, dann besuchen Sie die Homepage www.rolfjansenrosseck.com. Hier finden Betroffene einerseits zahlreiche wertvolle weitere Informationen, andererseits aber können medizinische Fachkräfte sich vertieft mit diesem Bereich beschäftigen. Es ist uns wichtig, dass wir so wertvolles Wissen eines erfahrenen Arztes Ihnen vermitteln durften und hoffen, dass dieses Wissen nicht verloren geht, sondern durch Menschen wie Sie weitergetragen wird. Vielen Dank.